das wunderbar! Was ist denn da los? Das war's. Moin Leute, herzlich willkommen zu den LOL News. Mein Name ist Basti und wie immer starten wir sofort rein mit der ersten News. Und dort schauen wir natürlich auf die LEC Playoffs. Ja, die haben am Wochenende stattgefunden und es waren wirklich sehr, sehr interessante Spiele dabei. Am Freitag ging es los mit Rogue gegen Misfits und das war schon mal eine sehr wichtige Series, weil Rogue hier in der Vergangenheit gerne dafür bekannt war, dass sie in der regulären Saison zwar ziemlich gut performen, aber dann, wenn es zu den Playoffs geht, immer so ein bisschen straucheln. Das war in dieser Series absolut nicht der Fall. Ja, Rogue hat ziemlich dominant mit 3-1 gegen Misfits gewonnen. Im ersten Game war es schon ein sehr, sehr schöner Start. Odo Amne, also der Toplaner von Rogue, hat einen Solo-Kill gegen Hyrule gefunden, hat von Anfang an das Spiel bestimmt und Rogue war einfach straight up das bessere Team. Gleichzeitig hatten sie eine sehr, sehr schöne Team-Comp mit Rumble, Lucian und auch Nalux, die also quasi drei High-Range-Ultimates haben, die super, super gut funktioniert hat und Misfits hat quasi jeden Fight verloren, bevor er überhaupt angefangen hat, weil diese Reichweite einfach so hoch war. Game 2 sah relativ ähnlich aus, sogar noch ein bisschen eindeutiger für Rogue. 22 Minuten da bereits einen 10.000er Gold-Lead erspielt und damit ein solides 2-0. Im dritten Game hat es dann so ein bisschen so gewirkt, als wenn ja Rogue ein bisschen was ausprobieren möchte. Ja. Sie haben die Kaiser Midlane gepickt, das Ganze hat aber überhaupt nicht funktioniert. Veteo hat sogar einen Solo-Kill gegen Larsen auf der LeBlanc geholt. Also, Veteo auf der LeBlanc gegen Larsen. Auf der Kaiser Midlane. Fake hatte das ja vor so 3 Wochen in etwa gepickt und es hat ein bisschen so gewirkt. Yo, Fake hat das gespielt, lass uns das auch spielen. Ja, in meiner Solo-Queue ist das häufig scheinbar auch in Competitive. Es hat aber überhaupt nicht geklappt. Das heißt, Misfits hat Game 3 gewonnen. Game 4 sah dann aber wieder sehr, sehr gut aus für Rogue. Sie hatten einen sehr guten Teamfight beim Drake, so um die Minute 16, 17 rum. Das war sogar noch der erste Drake, wo sie quasi 4-0 getradet haben. Danach haben sie es gesnowballt und die Series absolut verdient mit 3-1 gewonnen. Am Samstag gab es dann den absoluten Klassiker. Ja, G2 hat gegen Fnatic gespielt und G2 hat tatsächlich einen sehr, sehr schönen Start in die Series bekommen, hatten ein gutes Early Game in Game 1. Das Midgame war dann aber ein bisschen fehlerbehaftet. Ja, da sah Fnatic einfach deutlich stärker aus. Die haben die Drake-Fights für sich entschieden, daraus dann auch einen Baron bekommen und dann das Game Minute 26 relativ dominant gefinished. In Game 2 sah es dann wieder gut aus am Anfang für G2, aber diesmal hatten sie ein deutlich, deutlich besseres Midgame, haben eben nicht diese Drake-Fights verloren, auch nicht diese Drakes abgegeben, haben das Ganze gesnowballt und vor allem ist Fnatic nicht an der ja quasi mit Karma-Schilden bestückten Frontline vorbeigekommen. Ja, das war einfach ziemlich gut von G2. Damit hat G2 ausgleichen können. Im dritten Game wiederum, da sah es dann aber wieder besser aus für Fnatic. Die haben nämlich in den ersten 10 Minuten alleine 10 Kills bekommen. Ja, also wirklich einen richtig starken Beginn in dieses dritte Game gefunden. Dann haben sie sehr viele kleinere Fehler gemacht und mal ein bisschen, ja, hier sich catchen lassen, da out of position gewesen, sodass sie zwar nicht behind gefallen sind, aber der Gold Lead, den sie hatten, sich nicht wirklich vergrößert hat. Damit ist das Game wieder ein bisschen langsamer geworden, aber durch einen Catch auf Jankos vor der Ocean Soul haben sie sich dann diese Ocean Soul sichern können, damit dann alle Fights gewonnen und am Ende dann auch das 2-1 perfekt gemacht. Game 4 war dann das Early Game von G2 wieder sehr, sehr stark. Wir hatten sogar zeitgleich Toplane und Boardlane quasi Solo-Kills von den einzelnen Lanes. Das Problem, was G2 aber so ein bisschen hatte, war, dass sie quasi keine Drakes bekommen haben. Ja, Fnatic hatte bereits 3 Drakes in der 18. Minute und da konnte sich G2 dann nicht mehr wirklich recovern. Sie konnten es zwar bis zur 29. Minute rauszögern, aber dann gab es ein 50-50 Smite. Das Ganze hat Fnatic gewonnen und damit hatten sie die Mountain Soul. Direkt danach haben sie gefightet, den Teamfight gewonnen und dann das Game und damit auch die Series für sich entscheiden können. Vor allem Humanoid, aber auch Upset auf der Zeri sahen in dieser Series wirklich, wirklich gut aus und ich freue mich auf das Duell zwischen Fnatic und Rogue, was jetzt am Samstag stattfinden wird. Im dritten Game des Wochenendes hat dann Vitality gegen Excel gewonnen, obwohl die Series alles andere als gut für Vitality gestartet hat. Ja, sie haben invaded, Labrov ist dabei direkt erstmal gestorben, hat das First Blood abgegeben und generell das erste Game war schon ziemlich doomed. Also Finn hat das auf der Toplane wunderbar runtergesnowballt, XL hat Game Nummer 1 geholt. Game Nummer 2 ging dann wieder an Vitality, ja, die haben sich ziemlich gut recovered. Game Nummer 3 dann wieder an XL, Game Nummer 4 wieder an Vitality. Also sie waren quasi zweimal im Rückstand und Game Nummer 5 konnte dann ebenfalls Vitality holen. Das Ganze alles andere als clean, aber am Ende muss man doch sagen, haben sie verdient gewonnen, waren overall das bessere Team. Ehrlich gesagt mache ich mir aber ein bisschen Sorgen um Vitality. Ja, das Team, was als Superteam quasi betitelt wurde, auch von mir in den LoL News, sieht nicht wirklich stark aus und vor allem, weil sie jetzt im nächsten Game gegen G2 antreten werden, ist das durchaus ein schwieriges Los. Ich glaube, die einzige Winning Condition, die sie so ein bisschen in diesem Matchup haben werden, ist Perks. Wenn Perks gegen sein altes Team smurft, dann kann das funktionieren, ansonsten ist hier G2 für mich der klare Favorit. Außerdem gibt es dann noch am Sonntag das Spiel zwischen Misfits und dem Gewinner von G2 gegen Vitality. Samstag ja, wie gesagt, Rogue gegen Fnatic, das werde ich auch selber casten, freue ich mich persönlich schon drauf. Und am Freitag dann eben G2 gegen Vitality, schaltet auf jeden Fall ein. Damit hüpfen wir von der LEC mal rüber in die LCK und schauen auch dort auf die Playoffs. Das Viertelfinale wurde dort ebenfalls ausgespielt.
Dort hat Damon Kier ziemlich dominant mit 3:0 gegen Freddy Briand gewonnen. Außerdem hat Kwangdong Freaks die EX rausgehauen. Das war eine kleine Überraschung, auch eine ziemlich knappe Series mit 3:2. Aber sie haben ihren Spot im Viertelfinale erkämpft, mussten dann aber gegen T1 ran. Ja, und ich weiß nicht, wie viel ihr von der Season von der LCK geguckt habt, aber T1 ist 18-0 gegangen. Die sind immer noch komplett am Smurfen und auch dementsprechend sah das Halbfinale aus. Ja, T1 einfach 3-0 weggehauen. Also T1 hat Kwangdong Freaks 3-0 weggehauen. Also die hat überhaupt keine Schnitte. Das zweite Halbfinale in der LCK, das war allerdings sehr, sehr viel spannender. Da hat nämlich Genji gegen Damwon Kier gespielt und ich kann euch sagen, diese Series war wirklich unglaublich. Schaut euch diese Series auf jeden Fall an. Es gibt jetzt eine kleine Spoilerwarnung. Ich werde logischerweise auch über das Ergebnis reden. Aber schaut es euch an. Es ist vor allem das fünfte Game komplett insane gewesen. Ja, wir steigen langsam durch. Als erstes war es nämlich so, dass Genji richtig gut ins Game gefunden hat. Ah, die Series oder das erste Game sehr schön bespielen konnte, haben die Soul bekommen, waren das mit Abstand spielbestimmende Team, haben dann aber den Elder Drake geflippt, den Flip verloren und Damwon Kier hat halt sofort gepunished, ja, Fight genommen, Nexus genommen und das erste Game gewonnen. Zweites Game sah ähnlich aus wie das erste Game, also Genji war wieder das spielbestimmende Team mit dem Unterschied, dass sie am Ende den Elder Drake nicht wirklich geflippt haben, beziehungsweise einen Mini-Flip drin hatten, aber den Flip halt gewonnen haben und damit auch das Game für sich entscheiden konnten. Im dritten Game hat dann Damwon Kier eine erste größere Anpassung vorgenommen. Sie haben nämlich Birdle, also ihren Toplaner, ausgetauscht mit Hoya. Ja, sie haben so einen Ersatz-Toplaner und das hat deutlich besser funktioniert. Gleichzeitig hat Canyon auch einen sehr, sehr hohen Fokus auf die Toplane gesetzt und sehr viel Unterstützung einfach gebietet und das hat sehr gut funktioniert. Damit ist Damwon Kier 2:1 nach vorne gegangen. Game 4 wiederum haben sie genau das gleiche probiert. Wieder Hoya auf der Toplane, wieder viel Attention nach da oben, aber Genji hatte einfach deutlich bessere Antworten. Chovy ist langsam warm geworden und hat immer bessere Plays rausgehauen und das hat einfach sehr, sehr gut funktioniert für Genji. Und dann, Leute, dann kam das fünfte Game und ich sage euch wirklich, ich habe in meinem Leben noch nie so etwas gesehen. Ich werde jetzt spoilern, aber guckt es euch an, wirklich, guckt es euch an, es ist komplett insane. Also, das Game startet mit der größten Jungle Diff, die ich in meinem Leben jemals gesehen habe. Also Canyon macht ganz normal seinen Buff und rennt dann rüber zum Blue Buff von Pina. Nicht irgendein Jungler, es ist Pina. Ja, der hat auch ein bisschen Erfahrung. Pina hat gerade seinen Blue Buff gemacht, geht zum Gromp und Canyon nimmt ihm alles weg. Ja, smitet den Gromp weg, geht sogar noch zu den Wölfen, nimmt auch die Wölfe. Pina will in seinen Topside Jungle, aber Canyon rennt zwischen T1 und T2 Turret durch und nimmt sich auch den Topside Jungle. Also alle Camps weg. Peanut hatte nach 5 Minuten genau ein Camp, nämlich den Blue Buff, den er ganz am Anfang gemacht hat. Und es ging weiter. Ja, Canyon ist nicht in die Base gegangen und dann in seinen eigenen Topside-Jungle, weil er da ja auch noch nicht war. Der ist die ganze Zeit weiter im Invaden. Hat Peanut wirklich komplett aus dem Game rausgehauen. Peanut hat kein Land gesehen. Also hier und da mal ganz vielleicht so einen kleinen Chicken bekommen, aber dann kam wieder Canyon weggesmited. Und das war's. Und wenn man dachte, okay, jetzt kriegt er mal Crux, jetzt kriegt er mal ein bisschen Ressourcen, dann kommt Showmaker aus der Mitte, snipet sich mit dem Shockblast die kleinen Crux weg. Also wirklich, das hat an Cybermobbing gegrenzt, das habe ich noch nicht erlebt. 10.000 Gold, glaube ich, in 11 Minuten, in 12 Minuten oder knapp 10.000. Es war wirklich ein Vorsprung, den ich noch nie gesehen habe. Und jetzt kommt der Plot-Twist. Die Gegner hat nämlich Yuumi. Und Yuumi ist ein guter Champion. Ja? Die hat immer fleißig alle hochgehalten und Damwon, die hatten ein starkes Early Game, aber nicht so ein gutes Scaling. Genji auf der anderen Seite, die haben sehr, sehr gut gescaled und haben dann tatsächlich irgendwann es geschafft, einen Fight auf der Toplane zu gewinnen. Ja, gegen Baron haben sie den Fight gewonnen, jetzt nicht sonderlich krass, es war jetzt kein 5:0 Ace, aber sie haben den Fight gewonnen. Ja, war super solide und ich dachte, okay, vielleicht können die noch zurückkommen. Und dann gab es einen weiteren Fight beim Baron, den haben sie clean gewonnen. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob es 5:0 war, aber sehr, sehr eindeutig. Yuumi hat alle hochgehalten. Chovy hat komplett gesmurft. Sie haben Baron bekommen und sind Mitte runtergegangen und haben das Game gefinished. Nach der größten Jungle-Diff, die ich jemals gesehen habe. Das krasseste Comeback, was ich jemals gesehen habe. Es war wirklich der Wahnsinn. Die Voice-Comps sind komplett eskaliert. Für Damwon Kier-Fans absolut bitter, für Genji auf der anderen Seite absolut herrlich. Die werden jetzt nächste Woche Samstag, beziehungsweise diese Woche Samstag, also in 3 Tagen, gegen T1 antreten und ich muss mal sagen, also T1, ich habe ein bisschen Angst, dass sie auch über Genji 3:0 rüberfahren. Ich würde mir natürlich ein spannendes Finale wünschen, aber auch hier geht T1 logischerweise als krasser Favorit rein. Um zum Abschluss noch ein bisschen runterzukommen, schauen wir nochmal auf den Quick-Tipp der Woche. Da haben wir nämlich einen AP Cho'Gath. Das Ganze wurde in der NLC gespielt und sah ziemlich gut aus. Es wurde mit einer Fasting Senna kombiniert und Everfrost, Demonic Embrace und Cosmic Drive sind so die ersten 3 Items, die man darauf gehen kann. Das Ganze funktioniert in Competitive ziemlich gut, weil es auch noch ein Flex-Pick ist. Also, ne, wenn Cho'Gath eingeloggt wird, weiß er natürlich nicht, okay, ist es jetzt ein Botlane Cho'Gath oder ist es ein ganz normaler
Top-Lane, Mid-Lane, AP Cho'Gath. Das hat auf jeden Fall gut funktioniert und tatsächlich hatten wir auch schon letzte Woche einen Quick-Tipp mit der Fasting Senna. Ich persönlich habe die Theorie, dass die Fasting Senna auch einen Quick-Tipp wert wäre, ja, weil die einfach ziemlich gut funktioniert. Aber weitere Informationen zum Quick-Tipp gibt es natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Falls euch genau interessiert, wie das ausgespielt wird, was da genau die Stärken und Schwächen sind, schaut da gerne vorbei. Ansonsten gibt es nächste Woche Donnerstag mal wieder die LoL-News. Jetzt am Samstag das Finale der LCK zwischen T1 und Gen.G und das gesamte Wochenende über die weiteren Playoffs von der LEC. Also macht's gut, haut rein, wir sehen uns. Ciao, ciao.